Ja, die Mannschaft von Klaus Reutinger, die absolviert bereits das vierte Jahr in der Max-Bundesliga und sie hat erst ein einziges Mal zu Hause gegen Rapid verloren. Also Rapid hat sich eigentlich immer im Innviertel schwer getan. Aber Rieds Torgefährlichkeit, die an sich schon nicht allzu sehr ausgeprägt ist, die ist heute eindeutig beeinträchtigt gewesen dadurch, dass der torgefährlichste Mann gefehlt hat, nämlich Gerald Straffner. Und für ihn spielte heute als zweite Spitze Ronny Brohmeier. Und zwar neben Maciej Sliwowski im Angriff der Innviertler. Auf der anderen Seite fehlt Oliver Freund, der bei den Hütteldorfern gesperrt ist. Einige Schneemassen wurden aus dem Feld geschafft. Der Rest wurde gewalzt. Sie sehen also Schneeboden in Ried. Beinhart gefroren, also äußerst schwierige Bedingungen. Minus 6 Grad dazu. Aber Stimmung gar nicht so schlecht. Immerhin 6000 Zuschauer heute Nachmittag im Stadion des Brohmeier. Sliwowski mit der ersten Chance nach wenigen Minuten mit der Ferse, der ehemalige Hütteldorfer. Ja, das hätte gut und gerne schon das 1:0 für Ried sein können. Schöne Vorarbeit Brohmeier und Sliwowski herrlich gemacht und Ladislav Meyer im Tor der Hütteldorfer. Diesen beiden, ja, denen ist das Match gleichgültig. Da gibt es natürlich einige Fouls, einige Rutschpartien auf diesem Boden, ganz, ganz klar. Natürlich heute längere Stoppel. Dann schauen wir auf diese Aktion. Heraf gegen Anicic in der Anfangsphase. Gelbe Karte von Schiedsrichter Hensel für Andi Heraf. Ganz klar das Bein gespielt. Anicic kann dann aber weiterspielen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt Klaus Reutinger nicht notiert. Und Harry Weber, der Trainer der Hütteldorfer, auch ihm ist natürlich kalt. Ried diktiert in der Anfangsphase ganz klar das Match. Sliwowski kommt immer wieder über die rechte Seite. Gibt es einen Foul von Braun. Freistoß für die Innviertler. Anicic und wieder Meyer im Tor der Rapidler. Rapid schwer unter Druck jetzt in dieser Anfangsphase. Noch einmal der Freistoß mit links. Gut angetragen mit Effet. Aber Meyer lässt sich nicht überraschen. Er hat sich gestärkt für dieses Match. Bei dieser bitteren Kälte und immer wieder Anicic neben Stanisjajewicz sehr stark im Mittelfeld. Auf Brunmeier. Da rasiert Zingler. Aber Sliwowski kommt zu spät. Maciej Sliwowski. Auch diese Aktion noch einmal. Tempierte Flanke von Ronny Brunmeier. Und Prosenik sichert da letztlich doch noch ab. Nach einer halben Stunde erste Möglichkeit durch Ancic für Rapid, aber keine Probleme für Ronny Unger, der heute wieder Milan Orage vorgezogen wurde. Ihn interessiert das Match kaum, wo es recht flott verläuft und immer wieder in dieser Phase die Rieder. Helmut Zeller über die linke Außenbahn macht eine starke Partie. Guter Kopfball jetzt und zwar von Brunmeier, Ronny Brunmeier. Ehemalige Austrianer, aber Meyer ist einfach nicht zu bezwingen. Noch einmal aus der Distanz dieser Kopfball von Ronny Brunmeier. Bei Rapid ja noch verletzt Radajcik und Angelo Vier. Ja, und Klaus Reutinger hat mit seiner Mannschaft von 8 Spielen zu Hause nur 2 gewonnen. Das gibt eigentlich ein bisschen zu bedenken. Und dann endlich Düdeldorfer über Marek Pengsa. Mit dem Außenriss geschossen und Ronny Unger im Tor der Innviertler. Jetzt wachen die Hütteldorfer etwas auf, waren sehr passiv in diesem Match. Glänzende Aktion, glänzende Parade mit einer Hand von Ronny Unger. Auch der Wurf wie immer. Dann René Wagner mit seiner ersten Aktion in diesem Match. René Wagner, zweite Sturmspitze neben Pengsa. Bei den Rapidlern jetzt gegen Ende der ersten Spielhälfte doch etwas offensiver werden. Dann ist Schiedsrichter Hensel das Pfeiferl eingefroren, hat dann in der zweiten Spielhälfte ein anderes mitgebracht. Ja, bittere Kälte also und noch keine Tore, noch immer 0:0 und Pengsa, aber da ist wieder Ronny Unger heraus. Beide Mannschaften zunächst nicht gewechselt. Nochmal Glasner kann den Ball nicht arretieren. Und Unger vor Pengsa. Dann Anicic noch einmal verletzt bei dieser Aktion, die wir eben gesehen haben, kann aber dann wieder weiterspielen. Da kommt Rothbauer. Anicic.
Und dann perfektioniert sie diesen Ball. Ja, es ist nicht leicht, auf diesem Boden Fußball zu spielen, den Ball richtig zu führen, richtig unter Kontrolle zu bringen. Aber es ist ja für beide Mannschaften gleich. Die gleichen Verhältnisse für beide Teams. Dann kommt Bengtser heraus, Markus Bürk kommt ins Match, Harry Weber schickt ihn genau nach einer Stunde in diese Begegnung. Dann Wagner, Wettel, Fehler Angerschmidt, Wagner mit der Chance und verzieht. Das war so etwa nach 62, 63 Minuten. Das wäre ihm wahrscheinlich auf einem normalen Rasen nicht passiert, der Michel Angerschmidt. Beiden 17er nebeneinander, Wagner und Angerschmidt. Aber weiter 0:0. Aber Rapid wird stärker über Wimmer mit dem Auteinwurf. Wettel und Wagner, und das ist das Tor. 0:1, 66. Minute. René Wagner bringt Rapid in Führung. Sein 7. Saisontor. Und Ronny Unger ist erstmals geschlagen. Aber da sind die Hütteldorfer Fans etwa 1000 ins Hinterviertel gekommen. Aber schauen wir noch einmal genau hin. Es war ein bisschen der Oberarm mit dabei. Aber angelegt, der Treffer gilt. Und René Wagner bringt also seine Mannschaft mit seinem 7. Saisontor in Führung. Und jetzt müssen die Rieder natürlich aufmachen, müssen alles noch vorwerfen. Rothbauer mit diesem Schussversuch, da hat sich aber Bürk dazwischen geworfen. Überraschenderweise gibt es keinen Eckball. Ich glaube, Sie haben im Hintergrund das Aufheulen des Publikums gehört und auch der Harry Weber immer wieder an der Outlinie. Achten Sie jetzt auf diese Szene. Hoppala, Michel Aličić, was ist da los? Bleibt hängen, rutscht aus und trifft die Eckfahne. Noch einmal aus dem Kuriositätenkabinett. Ich würde sagen, die Szene des Spiels, weil es so schön war, noch einmal. Michel Aličić war das. Dann wieder der Hütteldorfer über Bürk, bringt viel Schwung ins Match, läuft sich immer wieder frei, kommt hier an Steininger vorbei und René Wagner zu kurz. Helmut Zeller hat geklärt. Wir sind in der Schlussphase. Rapid führt noch immer 1:0. Hütteldorfer hier nur ein einziges Mal gewonnen, zuletzt auswärts, in den letzten 5 Spielen überhaupt nicht. Foul jetzt von Hatz, übrigens eingewechselt, an Young ebenfalls eingewechselt. Letzte Möglichkeit für Ried, und zwar Freistoß. Sliwowski abgefälscht etwas. Meier immer Tor der Hütteldorfer. Bei eisiger Kälte gewinnt Rapid in Ried mit 1:0. Der 2. Sieg der Hütteldorfer innerhalb von 3 Jahren, 3,5 Jahren überhaupt. Rapid siegt also 1:0. Herrn Wagners Gespür für Schnee war also entscheidend. Rapid holt 3 Punkte und Peter Brunner ist sich nach dem Spiel ein bisschen so vorgekommen wie im Zielraum eines Weltcuprennens. War das heute noch Fußball oder war das eher schon der Boden für den Hermann Mayer? Ich glaube, mit Fußball, so wie es sich die Fans wünschen und auch wie Spieler, hat das sehr wenig zu tun gehabt. Es ist eher der Boden von Hermann Mayer. Es ist sehr schwer hier zu spielen. Man hat ja gesehen, dass kein richtiges Spiel zusammengekommen ist, aber wir haben sie bemüht. Ich komme mir ähnlich vor wie bei einem Weltcuprennen. Das muss ich ganz klar sagen. Es war für beide Mannschaften heute ein unglaublich schweres Spiel auf diesem Boden. Und es war praktisch ein Lotteriespiel, dass wir Gott sei Dank glücklich 1:0 gewonnen haben. Nein, es war noch Fußball und es war sehr guter Fußball, insbesondere von meiner Mannschaft. Und ich glaube, dass auch der Zuschauer das honoriert und dass auch der Zuschauer genauso traurig ist wie wir. Eigentlich war es ja bis zur ersten Zwischenzeit deutlich hinten und dann am Schlusshang sozusagen aufgedreht. Das stimmt, und speziell erste Hälfte können wir uns wirklich beim Ladislav Meyer bedanken, der einige Chancen da zunichte gemacht hat. Gott sei Dank haben wir im Moment einen René Wagner, der wirklich die entscheidenden Tore schießt. Rapid hat dann durch Wagner aus dem Nichts das 1:0 erzielt und diese Qualität haben wir leider nicht. Denn nach dem Spielverlauf und nach dem Einsatz und Tormöglichkeiten waren wir die bessere Mannschaft. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Damit wäre auch das letzte Spiel des heutigen Tages abgehakt. Wir schauen auf die Ergebnisse von heute und stellen eines fest. Es war nicht der Tag der Heimmannschaften. Kein Punkt, ja nicht einmal ein Tor für die Gastgeberteams. Lustenau verliert gegen den GAK 0:3. Steyr verliert unglücklich gegen Salzburg 0:1. Ebenso wie Ried gegen Rapid. Also auch kein Tag für die oberösterreichischen Teams. Sturm, Tirol war schon gestern das 2:0. Und morgen dann Austria gegen den LASK ab 17 Uhr. Damit zur Tabelle. Sturm als Herbstmeister bereits festgestanden. Rapid
und der GAK auf den Plätzen 2 und 3 zumindest bis morgen. Der LASK hat die Chance, morgen wieder Platz 2 zurück zu ergattern mit einem Erfolg gegen die Austria. Salzburg hat Boden gut gemacht und am Tabellenende nichts Neues. Steyr hält weiterhin bei 2 Toren. In der Torschützenliste, da könnte sich auch Entscheidendes erst morgen tun beim Duell zwischen Austria und LASK. Warum, sehen Sie gleich jetzt. In Führung der Stürmer des LASK schlechthin, Geier Friegard. Er führt mit 10 Treffern zusammen mit Edi Glieder. Das sind die Meinungen anderer Trainer, aber die Prognosen sind da, um umgeschmissen zu werden. Also ich glaube, dass wir heuer sicherlich um Platz 3 sicher mitspielen werden. Der Traum unterscheidet sich von der Wirklichkeit um 17 Punkte. Rapid ist letzte Saison Zweiter geworden und man will sich ja immer verbessern. Selbst wenn Rapid sich verbessert, es geschieht meist ohne Angelo. Sind Sie davon überzeugt, dass Ihr Team den Klassenerhalt schaffen wird? Ich bin sicher davon überzeugt, sonst würde er nicht trainieren, sonst würde er nach Hause gehen. Negativ gestartet gelingt gerade der Sprung ins Punkteplus. Wir sind eigentlich die Belebung des österreichischen Fußballs. Trotz antiker Fortbewegungsmittel bleiben die Wikinger modern. Wir haben unser Herz in die Hand genommen nach dem Motto, scheiß drauf. Des Trainers Motto gilt auch für die Fans. Selbst Rang 9 wird bejubelt. Ja, wenn ich ehrlich bin, Champions League ist mir momentan wichtiger als die Meisterschaft. Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Meisterschaft. Trotz Meisterliga-Flop in der Meisterschaft top. Nach dem Sommertief geht's im Herbst hoch her. 11 Runden ohne Sturmniederlage sind die Basis für den Titel eines Halbzeitmeisters. Der gelingt auch aufgrund des ausgeglichenen Kaders. Ein Vorteil, für den Ivica Osim von Kollegen beneidet wird. Mit diesen 15 Spielern und 2 Torleuten und 4 jungen Spielern ist das Ziel UEFA Cup nicht zu erreichen. Hans, im Pech, zu kleiner Kader, zu viele Ausfälle. Der prominenteste Ausfall beim GAK betrifft den Präsidenten. Nein, ich verstehe das nicht. Der Fischl wollte immer wohl Master werden. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, als Master zu werden. Und dann tritt er ab. Nicht? Aber auch anderen Vereinen kommen die Präsidenten abhanden, wenn auch aus vollkommen anderen Gründen. Ja, schauen Sie, was kann ich machen, wenn jemand machte so etwas? Das ist sicher für uns alle nicht gut gewesen. Wenn ist Präsident Rieger geblieben, wie er war, wir hätten wahrscheinlich alles unternommen, wie ich wollte. Wir wären dann auch besser und ganz, ganz erster Kandidat für erste Platz. Noch näher am Platz 1 wäre der LASK ohne die Heimniederlage gegen den Gegner von morgen. Violetter Jubel im Spätherbst, allerdings ein Bild mit Seltenheitswert. Ja, das ist ja so lange her, wenn wir gewonnen haben gegen den LASK. Aber trotzdem, ich muss immer wieder sagen, wir spielen zu Hause und wenn wir da mit einem Punkt zufrieden sein würden, dann ist das falsch. Das vorwinterliche Duell wird vielleicht nicht nur im, sondern auch am Kopf entschieden. Mit Haube spielen, glaube ich, ist nur auf der Färöerinsel interessant. Rekordmeister Rapid hat derzeit auch das Rekordbudget. Die haben ein Budget von ca. 112 Millionen Schilling und davon werden etwa 75 Millionen Schilling für Gehälter, jetzt Spieler und alle Funktionäre, ausgegeben. Die Bank Austria ist eine österreichische Staatsbank, die finanziert Rapid und dadurch ist halt Rapid, können sie sich sehr hohe Gehälter leisten. Tatsache ist aber, dass wir nicht viel anders oder nicht in höherem Maße, sicher nicht in höherem Maße, die Gehälter bezahlen, wie es Sturm macht. Wenn der Markt es erlaubt, dass solche Gehälter gezahlt werden, sonst haben sie das Problem, dass viele gute Spieler ihnen abwandern werden, Deutschland, Italien. Denn international werden andere Gagen bezahlt. Ronaldo darf sich über 4,6 Millionen und Herr Effenberg über 3,3 Millionen im Monat freuen, jeweils ohne Prämien. Toni Polster heimst noch 1 Million ein und Andy Herzog 700.000 Schilling. Eine Summe, die übrigens Basketballer Michael Jordan an einem Tag verdient. Bleibt die Frage, wie viel verdient man in der Max-Bundesliga? Ich weiß nicht, was die Spieler verdienen. Fühlen Sie sich persönlich überbezahlt? Nein. Was verdienen Sie? Sage ich nicht. Könnten Sie uns ungefähr die Summe sagen, die Sie verdienen im Monat? Ah, das tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Warum nicht? Ja, das ist Geheimnis. Was verdienen Sie? Ich spiele nicht des Geldes wegen Fußball.
Ich spiele Fußball, weil es mir Freude macht. Ich habe sowieso mehr als 20% in diesem Jahr durch meine Verletzung weniger verdient. Sagen Sie uns, was Sie verdienen? Genug, dass ich zwei warme Wollzeiten am Tag haben kann. Ich weiß ja auch nicht, wie viel das irgendein Arbeiter im Büro kriegt oder so. Und ich glaube, das geht niemand was an. Was verdienen Sie? Geld. Keine Hosenknöpfe. Sagen Sie uns, was Sie verdienen? Das geht keine Hose an. Wie viel verdienen Sie? Ich bin zufrieden. Sicher ist, während man bei Schlusslicht Steyr auch mit 20.000 zufrieden sein muss, kann man in Wien und Graz auch in schlechten Monaten sechsstellige Beträge mit nach Hause nehmen. Das ist die freie Marktwirtschaft. Wenn ich heute einen guten Spieler haben will, dann muss ich eben bereit sein, dem Spieler mehr zu bezahlen. Und so ist es und damit haben wir uns abzufinden. Vielleicht folgt nach der Aktion minus 20% morgen der große Geldregen, wenn Frank Stronach bekannt gibt, wie er 1 Milliarde in der Bundesliga verteilen will. Das könnte in der Tendenz heißen, dass in Zukunft mehr Talente auf dem Markt sind, mit weiter der Tendenz, dass die Gagen etwas niedriger sein könnten, weil man ja dann unter vielen Guten auswählen kann. Wenn es wirklich so ist, dass so viel Geld investiert wird in den Fußball, glaube ich auch, dass es auch den Vereinen zugute kommt. Du wirst sportlich einfach stärker werden, du kannst international noch mehr machen. Aber wie gesagt, die Hintergründe, die sind sehr, natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Hoffnung also, aber auch Skepsis, ob Stronachs Pläne ein Volltreffer für die Liga werden. Millionär.